In Brüssel beobachtet für uns mein Kollege Marlon Amoyal den NATO-Gipfel. Marlon, wie ist denn überhaupt der Ablauf dieses Gipfels heute und morgen? Ja, wir haben es ja gerade schon im Beitrag gesehen. Heute Morgen begann hier ein Pressefrühstück, kann man fast sagen, was ja öffentlich auch gewesen ist, mit dem Generalsekretär der NATO Jens Stoltenberg und dem US-Präsidenten. Jetzt seit etwa einer Stunde etwa kommen hier die Staats- und Regierungschefs der NATO-Partner hier in Brüssel im neuen NATO-Hauptquartier, wo das erste Mal ein solcher Gipfel ja auch stattfindet, an. Und heute Mittag etwa gegen 14 Uhr beginnt dann eigentlich offiziell der Gipfel mit einem gemeinsamen Gruppenfoto. Da wird man schon sehen können, inwieweit vielleicht die Verstimmung, die hier vorher ja auch schon geherrscht haben in den letzten Wochen rund um das Thema, wie geht es weiter mit zum Beispiel dieser 2%-Regel für die Ausgaben für Verteidigungspolitik. Da wird man dann schon sehen, wie die Stimmung ist. Und dann soll es eigentlich losgehen mit dem offiziellen Treffen des NATO-Rates. Da bei diesem NATO-Rat kommen die Staats- und Regierungschefs zusammen und beraten zum Beispiel die gemeinsame Strategie, aber auch die Gefahrenbewertungen, die die NATO sieht, beispielsweise im Umgang mit Russland, aber auch den Herausforderungen im Nahen Osten. Bei diesem Treffen soll es dann auch ein Handyverbot geben, was hier auch noch mal kommuniziert worden ist. Offiziell heißt es, dass man damit verhindern möchte, dass beispielsweise die Staats- und Regierungschefs abgehört werden. Aber man weiß auch gar nicht so genau, ob vielleicht dieses Verbot vielleicht sogar dem Twitter-wütigen Präsidenten Trump, der hier bis jetzt die Schlagzeilen ja bestimmt gilt. Denn viel Spannung ist drin, viel die Rede auch von einem Eklat, der möglich ist, weil es eine direkte Zuweisung gibt an Deutschland, dass man zu wenig für das Militärbündnis tue. Und deswegen schauen die Augen auch ganz genau auf ein Treffen, was hier gerade angekündigt worden ist, gegen 15.15 Uhr zwischen Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Also heute definitiv ein spannungsgeladener Tag hier in Brüssel. Gut, also schönen Dank auch für diese Details mit den Handys. Das ist ja sehr amüsant. Um welche Themen aber geht es denn wirklich inhaltlich auch bei diesem NATO-Gipfel? Sprechen wir mal jetzt nicht über die Militärausgaben, sondern über andere Themen. Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen, Klaus Weidmann, denn eigentlich will die NATO ja hier eine neue Strategie tatsächlich auch weiterentwickeln. Da geht es ganz stark um die Frage, wie geht man zum Beispiel mit der gemeinsamen Logistik um, aber auch neue Kommandozentralen, Kommandoschaltstellen sollen eingerichtet werden und die NATO möchte sich vorbereiten auf eine schnellere Einsatzfähigkeit. Da ist eine sogenannte 4x30-Direktive ausgegeben worden, bei der es hier geht. Es geht darum, dass 30.000 NATO-Soldaten in einer schnellen Einsatztruppe gesammelt werden, Streitkräfte aus Luft, Wasser und zu Lande. Und um diese Truppen soll es eigentlich gehen. Aber ich hatte es angesprochen, auch zum Beispiel den Umgang mit Russland, weil man sich da natürlich auch die Frage stellt, wie begegnet man den Herausforderungen beispielsweise an der Ostgrenze Europas und dann die große Frage, weil viele Dinge auch gar nicht ohne Russland zu regeln gehen, wie zum Beispiel im Syrien-Konflikt. Das alles auch ein Thema hier beim NATO-Gipfel. Verkommt ein bisschen, muss man sagen, aufgrund der Debatte, die tatsächlich, um die werden wir nicht herumkommen, bei der Frage der Finanzierung der NATO aufkommt, alles zu einem gewissermaßen ein bisschen Hintergrundrauschen, weil dann doch alle auf diese Marke gucken, die Donald Trump hier nochmal mit seinem Plädoyer für Mehrzahlungen der Partner in die NATO-Kassen hier auch nochmal eingeläutet hat. Gut, dann sprechen wir darüber auch nochmal. Donald Trump fordert ja eine drastische Erhöhung der Militärausgaben. Aber was genau erwartet er von den Bündnispartnern und steht er wirklich so alleine damit da oder hat er nicht doch Verbündete innerhalb der NATO? Naja, er steht schon ein bisschen gemeinsam da. Zwar muss man sagen, dass die NATO in ihrer ganzen Entwicklung und auch tatsächlich von ihrer Gründung her ohne die Amerikaner nicht funktioniert. Und die Amerikaner, die leisten den Löwenanteil bei der gemeinsamen Verteidigung. Aber das große Stichwort ist eben hier immer auch schon gewesen, das Burden Sharing, also die Lastenteilung zwischen den einzelnen Partnern. Deutschland ist auf Platz 2 als Nettozahler in der NATO, aber das reicht den USA nicht. Sie haben es vorhin in Ihrer Moderation angesprochen, 2014 beim NATO-Gipfel in Wales hat man sich darauf verständigt, dass man bis 2024, damals auch unter mit dem Hintergrund der Ukraine-Krise und der Krim-Annexion, mehr investieren möchte in gemeinsame Verteidigung. Aber die USA führen das auch noch weiter. Sie sagen, nicht nur diese 2%-Hürde, diese 2%-Grenze wird nur von Ihnen und wenigen anderen Partnern erfüllt, wie beispielsweise Griechenland oder aber auch Estland. Nein, die Europäer, gerade aber auch die Deutschen, die schulden den Amerikanern auch noch
auch Geld. Das alles sorgt hier tatsächlich auch für viel Sprengstoff, weil die Argumentation auf der anderen Seite, die Deutschen, die sagen zum Beispiel, wir zahlen jetzt erst einmal mehr. Bis 2024 sollen die Ausgaben auf bis zu 60 Milliarden Euro, also 1,5% der Wirtschaftsleistung, angepasst werden. Das entspreche etwa dem, was beispielsweise Russland in seine Streitkräfte investiert. Also es ist ein ganzer Batzen Geld, aber Trump vermengt ja hier nicht zum ersten Mal Wirtschaftspolitik und Handelspolitik und versucht jetzt den Druck auf die Partner maximal zu erhöhen. Ja, und Trump ist ja auch sprunghaft häufig. Er hat ja in der Vergangenheit immer wieder auch auf diplomatischer Bühne für Überraschungen gesorgt. Wie stark spürbar sind denn die Spannungen auf dem NATO-Gipfel jetzt im Vorfeld? Na, wenn man sich hier umhört und beispielsweise mit Diplomaten spricht, dann merkt man schon, dass zwar offiziell, und das hat auch der Generalsekretär Jens Stoltenberg gesagt, dass man sich hier einig zeigt. Aber man merkt ganz stark, dass viele hier verunsichert sind. Kommt es eventuell zu einem Eklat? Trump ist bekannt, das kann man ja fast sagen, schon als der große Dealmaker. Erinnern Sie sich beispielsweise an den G7-Gipfel in Kanada oder auch die einseitige Aufkündigung des Iran-Atomabkommens, Klimaabkommens. Die maximale Verunsicherung, die erreicht er bei den Partnern eben durch sein impulsives Auftreten. Und das hat er hier auch schon mit Tweets, bevor er nach Brüssel kam, angekündigt. Also wir haben gerade schon gesprochen, die Deutschen sind diejenigen, die hier gerade als Sündenbock quasi durch die Manege getrieben werden. Und jetzt geht es darum, dass er mit dieser Verunsicherung auch einen maximalen Erfolg für sich rausholen möchte. Man schielt auch ein bisschen schon auf den angekündigten Gipfel in Helsinki, wo er Putin treffen wird. Also man kann schon sagen, dass die Partner hier verunsichert sind, ob dieser Strategie. Und jetzt wird man sehen, nachher beispielsweise bei diesem Treffen um etwa 15.15 Uhr zwischen Angela Merkel und Donald Trump, was vielleicht dann tatsächlich dabei rumkommt und ob es in irgendeiner Weise eine Annäherung zwischen diesen beiden Lagern tatsächlich geben kann. Wie sehen denn die anderen NATO-Staaten die Tatsache, dass Trump am Montag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Helsinki treffen wird? Sie haben es ja eben schon angedeutet. Wie wird das da diskutiert? Ja, schon gestern hat der NATO-Generalsekretär gesagt, also es ist ja gut, dass Trump erst sich hier mit den Verbündeten trifft und sich auch die Sichtweisen der Partner anhört, um dann nachher zu diesem Gipfel nach Helsinki zu reisen. Ist ja das erste offizielle Treffen der beiden. Die haben sich zwar schon zweimal vorher getroffen, unter anderem inoffiziell beim G20-Gipfel in Hamburg, aber man hofft, dass im Grunde genommen, wenn es hier nicht zu einem Eklat kommt, dann tatsächlich auch Trump dort viele Einsichten mitbringt. Bloß hat er kein Hehl darum gelassen, dass es ihm auch um eine Neuausrichtung der Russlandpolitik geht. Beim G7-Gipfel beispielsweise hat er angekündigt, dass er eigentlich Russland wieder am Tisch haben möchte. Und die Strategie der NATO-Partner gegenüber Russland, die sich tatsächlich auch gebildet hat, nachdem eine neue Risikobewertung vorgenommen worden ist durch den Ukraine-Konflikt und durch die Krim-Annexion, nämlich die Abschreckung Russlands. Ob man da zum Beispiel von den Amerikanern und von Trump erwarten könnte, dass er das gegenüber Putin aufweicht, das verunsichert hier viele und viele auch deswegen, weil ja auch Partner wie zum Beispiel Estland oder andere baltische Staaten sich durch die Russen tatsächlich durch Russland bedroht fühlen. Also vieles im Unsicheren. Es wird abzuwarten sein, was hier am Ende bei diesem Gipfel dann tatsächlich rauskommt, auch im Hinblick auf dieses Treffen, was sich nächste Woche Montag in Helsinki dann ankündigt. Na, also die nächsten Tage bleiben spannend. Marlon Amoyal, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Und hier im Studio begrüße ich meine Gäste, beide Sicherheitsexperten, Rolf Clement. Sie sind von Hause aus Journalist und Chefredakteur der Zeitschrift Europäische Sicherheit und Technik. Und Egon Rams, Sie sind Soldat gewesen, Oberbefehlshaber eines europäischen NATO-Kommandos. Im Zentrum dieses NATO-Gipfels steht, zumindest in der Öffentlichkeit, das 2%-Ziel, was erreicht werden soll. Das heißt, 2% des Bruttoinlandsprodukte sollen bis 2024 die Mitgliedstaaten der NATO aufwenden für die NATO. Herr Clement, warum muss eigentlich die NATO so viel Geld haben und ausgeben? Also zunächst mal finde ich es sehr wichtig, dass Sie sagen, bis 2024. Wir haben ja heute eine Diskussion, dass der amerikanische Präsident uns im Prinzip vorhält, dass wir das heute noch schon haben. Und das ist ein Beschluss der NATO, also aller NATO-Länder. Das ist kein Wunsch der amerikanischen Regierung. Und jede andere amerikanische Administration wäre mit dem gleichen Druck
vielleicht etwas höflicher in der Formulierung, aber mit dem gleichen Druck gekommen und hätte gesagt, wir brauchen hier mehr Geld. Die Zahl 2%, das ist so eine politische Zahl, die man dann in den Raum setzt. In der Hauptsache geht es, dass man eine Trendwende hinbekam. Wir haben bis 2014 über Jahre hinweg alle Verteidigungshaushalte runtergefahren. Das war großer Konsens unter den politischen Gruppen, mit den Militärs, mit den Ländern, weil man eben davon ausging, dass die Bündnis- und Landesverteidigung keine große Rolle mehr gespielt hat. Durch Krim und Ukraine hat sich das gedreht, und zwar in allen Ländern. Und wenn man weiß, dass alleine in Europa seit 2014 86 Milliarden Euro mehr ausgegeben werden für Verteidigung, als ursprünglich geplant war, dann sieht man, dass diese Kehrtwende geklappt hat. So, nun ist diese magische Zahl 2% im Raum, übrigens bis zu 2%. Wenn Sie sich jetzt mal die Wirtschaftskraft Deutschlands angucken, mit 1,5% hätten wir einen Verteidigungsetat von 60 Milliarden Euro. Damit wären wir der zweitstärkste Verteidigungsetat innerhalb der NATO, vor Großbritannien und vor Frankreich. Und ich wage die Prognose, wenn es den Amerikanern wirtschaftlich genauso gut ginge wie hier in Deutschland, würden die 2% auch nicht schaffen. Herr Rams, warum brauchen wir so viel Geld? Die Bundeswehr ist über die letzten 20, 25 Jahre kleiner geworden, personalmäßig. Man hat Material abgegeben. Man hat sich konzentriert, spätestens ab 2011, auf das, was ich die weltweiten Einsätze, Stabilisierungseinsätze nenne, und hat dabei das Thema Landes- und Bündnisverteidigung völlig außer Acht gelassen. Bis hin zur Abschaffung der Wehrpflicht, aber auch von der finanziellen Seite her haben wir auch nach 2010, 2011 noch entsprechende Einsparungen hinnehmen müssen, sodass dass die Bundeswehr heute, ich sag das mal schlicht und einfach, abgewirtschaftet ist. Wir haben keine Ersatzteile, wir haben viele kaputte Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe und dergleichen mehr. Und wenn man die Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung einsetzen will, dann muss sie eine entsprechende Einsatzbereitschaft haben. Und Streitkräfte, die nicht einsatzbereit sind, ist eine Geldverschwendung, auf gut Deutsch gesagt. Und dass es besser ist, darin zu investieren, um einsatzbereite Streitkräfte zu haben. Lassen Sie mich aber noch zwei Anmerkungen machen zu dem berühmten diskutierten 2%-Ziel. Erstens, es stammt nicht von 2014, es stammt aus 2002, Prager Gipfel. Zweitens auch 2000. Moment, können Sie dazu noch gerade was sagen? 2002, ja. Prager Gipfel? Prager Gipfel war 2002, NATO-Gipfel, genauso wie der jetzige. Deutsche Teilnehmer an diesem Gipfel waren der Kanzler Schröder, der Außenminister Joschka Fischer und der Verteidigungsminister Struck. Und bei diesem Gipfel sind erstmalig die 2% beschlossen worden. Man hat das nur so, sag ich mal, kavaliersmäßig aufgenommen und hat sich nicht darum gekümmert. Und nachdem dann der Georgienkrieg 2008 stattgefunden hat, nachdem dann das strategische Konzept der NATO 2010 geändert worden ist und Landes- und Bündnisverteidigung wieder einen entsprechenden Stellenwert bekommen hat, hat die Bundesrepublik Deutschland 2011 entschieden, sich nicht um Landes- und Bündnisverteidigung zu kümmern, sondern weltweite Einsätze vorzubereiten, die Truppenteile dafür vorzusehen, weil das a. billiger ist und b. man dabei eine längere Vorbereitungszeit hat, die man entsprechend nutzen kann. Das heißt, man hat nicht zur Kenntnis genommen, dass sich bestimmte Rahmenbedingungen geändert hat. Und wir werden jetzt von diesen Tatsachen eingeholt. Ihr Kollege hat das vorhin richtig angesprochen. Ausschlaggebendes Moment ist gewesen die Annexion der Krim und die Situation in der Ostukraine, als man plötzlich gemerkt hat, obwohl man das 2008, Georgienkrieg, auch schon hätte merken können, dass Russland sich nicht unbedingt immer nur freundlich und kooperativ und positiv verhält gegenüber anderen Ländern. Das ist die Situation und das ist der Grund, warum wir heute mit einer, ich sage das nochmal, abgewirtschafteten Bundeswehr dastehen, die im Prinzip im heutigen Zustand für Landes- und Bündnisverteidigung nicht mehr geeignet ist. Das sind klare Worte, darüber können wir gleich nochmal reden. Sie sind auch nicht ganz der Meinung. Den Eindruck, den ich habe, wenn ich durch die Bundeswehr fahre, wenn ich auch mit Rüstungsunternehmen spreche, ist, dass sich der Befund langsam verbessert. Wir haben eine Trendwende Finanzen gehabt, wir haben eine Trendwende Material gehabt. Das dauert ewig lange, mir auch zu lange. Aber wenn Sie heute durch die Bundeswehr fahren, stellen Sie schon fest, dass an verschiedenen Stellen es mehr Material zur Verfügung steht, mit dem man etwas machen kann. Die Industrie sagt, wir haben wieder mehr Aufträge. Und wir sind ja nächstes Jahr, ist die Bundeswehr ja in der Führung der sogenannten NATO-Speerspitze. Da muss sie Material einsatzbereit zur Verfügung haben. Und da sagen alle, die damit zu tun haben, das schaffen wir auch. Wir müssen zwar noch einsammeln in der ganzen Bundeswehr, wir haben nicht einen Verband, den wir schicken können, aber es wird besser. Und 2023, wenn wir wieder Speerspitze
machen müssen in Deutschland. Dann soll eine Brigade fertig sein, die für sich alleine ausgestattet ist. Wir sehen also jetzt übrigens gerade Angela Merkel, die ankommt auf dem Gipfel. Ich glaube, Sie sehen es auch, liebe Zuschauer. Genau, also interessant war ja auch jetzt, dass im Vorfeld hat ja Donald Trump besonders auch Deutschland kritisiert, dass entsprechend Deutschland nicht die Militärausgaben erhöht, wie sich das zumindest die US-Administration wünscht. Darüber können wir gleich noch mal sprechen. Ich frage mal die Regie, wir könnten dazu auch einen Einspieler jetzt bringen. Aber ich höre gerade, wir bleiben jetzt doch noch mal bei diesen Bildern, weil Angela Merkel auch gleich was sagen wird, eine Stellungnahme abgeben wird. Dann bleiben wir halt gerade noch mal da drauf. Herr Rams, Sie haben eben auch ein bisschen den Kopf geschüttelt, als Herr Clement gesagt hat, na ja, es wird ja besser mit der Bundeswehr. Die Ausrüstung ist ja gar nicht mehr so schlecht. Ist das auch Ihre Einschätzung? Also an der Ausrüstung hat sich in den letzten 3 Jahren nichts geändert. Jetzt gehen wir doch als erstes mal Ihnen einen guten Tag wünschen. Dann sage ich, dass ich freue mich auf den NATO-Gipfel und rechne allerdings auch mit kontroversen Diskussionen. Der Gipfel ist gut vorbereitet, aber in den Diskussionen werden wir sicherlich auch unterschiedliche Positionen haben. Deutschland verdankt der NATO sehr viel. Und dass die deutsche Einigung stattgefunden hat, dass Europa heute geeint ist, das hat auch sehr viel mit der NATO zu tun. Aber Deutschland leistet auch sehr viel für die NATO. Wir sind der zweitgrößte Truppensteller. Wir stellen den größten Teil unserer militärischen Fähigkeiten in den Dienst der NATO. Und wir sind bis heute sehr stark in Afghanistan engagiert. Und damit verteidigen wir auch die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika. Denn dieser Afghanistan-Einsatz hat mit dem einzigen Beispiel zu tun, wo der Artikel 5, der Beistandsartikel, auch in Anspruch genommen wurde. Und Deutschland tut dies sehr gerne und aus Überzeugung. Ich möchte aus gegebenem Anlass hinzufügen, dass ich erlebt habe auch selber, dass ein Teil Deutschlands von der Sowjetunion kontrolliert wurde. Und ich bin sehr froh, dass wir heute in Freiheit vereint sind als die Bundesrepublik Deutschland. Und dass wir deshalb auch sagen können, dass wir unsere eigenständige Politik machen können und eigenständige Entscheidungen fällen können. Und das ist sehr gut, gerade für die Menschen in den neuen Bundesländern. Und was die Verteidigungsausgaben anbelangt, so hat Deutschland als Bundesrepublik alt in Zeiten des Kalten Krieges sehr häufig über 2% in die Verteidigung gesteckt. Wir haben dann in der Tat sehr stark reduziert, wie viele andere auch. Und sind heute bereit, nach den Beschlüssen von Wales unsere Verteidigungsausgaben zu steigern. Das tun wir Jahr für Jahr, auch für 2018, auch für 2019. Und wir werden 2024 80% mehr ausgeben für Verteidigung, als wir das 2014 getan haben. Wir fühlen uns also den Beschlüssen von Wales, uns in Richtung 2% zu entwickeln bei den Verteidigungsausgaben verpflichtet. Und vor allen Dingen wollen wir dann das, was wir mehr tun, auch in den Dienst der NATO stellen. Und insofern gehe ich sehr fröhlich und auch durchaus bewusst, dass wir ein wichtiger Teil der NATO sind, in diese Diskussion. Herzlichen Dank. Ja, eine fröhliche Kanzlerin, die offensichtlich auch Spaß daran hat, ihre Position klarzumachen in Brüssel und möglicherweise auch sich entsprechend dann mit den anderen Teilnehmern entsprechend damit auseinandersetzen wird. Die Kanzlerin hat noch einmal betont, ja, wir geben ja schon viel Geld aus. Sie hat aber auch gesagt zum Thema Lastenverteilung innerhalb der NATO, dass Deutschland ja auch andere Beiträge hier leistet. Ich glaube, das ist ja häufig in der Diskussion nicht so, wird nicht so diskutiert. Um welche anderen Lastenverteilungen geht es denn da? Da werden ja auch Rechnungen aufgestellt, nicht? Also zunächst mal, wenn wir über den Verteidigungsetat der Bundesrepublik Deutschland reden oder auch den Verteidigungsetat der Amerikaner, der Esten, der Polen, der Litauer, der Rumänen, der Briten und der Franzosen, dann haben wir die Länder alle benannt, die über 2% liegen. Wenn wir insgesamt 29 Staaten? Von insgesamt 29, widerspreche ich Ihnen nicht. Wir haben alle oder viele, die meisten europäischen Staaten haben dasselbe Urteil gefällt. Zu Beginn der oder Mitte der 90er Jahre, zu Beginn der 2000er Jahre, nach dem Motto, der ewige Friede ist ausgebrochen, was dann vielleicht hinterher im Nachhinein nicht ganz so richtig war. Aber wir reden einmal über die Verteidigungshaushalte unserer eigenen Streitkräfte. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Ihr Kollege hat vorhin noch den NATO-Haushalt angesprochen. Auch im NATO-Haushalt sind wir der zweitgrößte Zahler. Jetzt muss ich aber ein bisschen Wasser in den Wein gießen.
Der NATO-Haushalt wird zu 76% von den USA getragen. Zu Zeiten des Kalten Krieges bei 16 Mitgliedsländern haben die USA 56% gezahlt. Und heute mit 29 Mitgliedsländern zahlen sie 76%. Ob das dann die richtige Lastenverteilung ist, da mache ich dann zumindest auch mal ein persönliches Fragezeichen dran. Es sieht so aus, dass mit Blick auf die Investitionen, die bei der Bundeswehr zu leisten sind, um die Bundeswehr wieder einsatzbereit zu kriegen, das heißt in einer bestimmten Zeit auch Truppenteile einsetzen zu können, ohne, wie Herr Clement das vorhin richtig gesagt hat, das Material bei anderen Truppenteilen auszuleihen und damit die Ausbildungsfähigkeit dieser anderen Truppenteile auf Null zu drehen. Das heißt, dort sitzen dann die Soldaten, die gerne Panzer fahren möchten. Die sind dann abgegeben worden für die hocheinsatzbereite Streitkraft, die wir richtig in 2019 stellen. Für die wir aber heute schon in einer sogenannten Stand-up-Phase, also Aufbauphase sind. Und heute bereitstehen diese Truppenteile, die dafür vorgesehen sind, unter einer Einsatzbereitschafts- und dann Marschbereitschaftszeit von 35 Tagen. Das muss man wissen. Und davon bewegt sich wegen der Ausleihen der ganzen Bundesrepublik Deutschland in 35 Tagen keiner. Gut, ich möchte jetzt gerade noch mal auf das zu sprechen kommen, was Sie gerade sagten. Man muss offenbar differenzieren zwischen Ausgaben für den NATO-Haushalt und Ausgaben für, ich sag mal, das Bundesverteidigungsministerium, also für die Verteidigung in den Bundeshaushalt. Vielleicht können Sie das noch mal erklären. Worum geht es da? Also alle NATO-Staaten zahlen in den sogenannten NATO-Haushalt für den Betrieb der NATO ein. Dazu gehört NATO-Infrastruktur, dazu gehören die Gehälter der NATO-Beamten, dazu gehört, ich sag mal, Betriebskosten, die die NATO verbraucht. Wir haben unseren Anteil mitgeleistet im Rahmen dieses NATO-Haushaltes, beispielsweise an diesem wunderschönen neuen NATO-Hauptquartier in Brüssel. Das sind Infrastrukturkosten gewesen. Und der andere Teil, über den wir diskutieren und wo wir über die 2% reden, genau, das sind die Verteidigungshaushalte der Länder. Unter bestimmten NATO-Kriterien. Wir kommen beispielsweise unter NATO-Kriterien in diesem Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf 42,9 Milliarden. Wobei wir tatsächlich im Verteidigungshaushalt eine geringere Summe drinstehen haben. Das liegt aber daran, dass aus anderen Haushalten auch Mittel für die NATO eingesetzt wird und dieses dann aufaddiert wird. Aber, Herr Weidemann, man darf an der Stelle nicht vergessen, dass aus diesem Geld dann bitte schön auch die gesamten Löhne, Gehälter, Pensionen der Soldaten gezahlt werden. Pensionen übrigens sehr interessant, die der anderen Beamten zahlt, der Innenminister. Nur der Einzelplan 14 trägt die für die ehemaligen Soldaten und Beamten des Verteidigungsministeriums. Auch eine interessante Diskussion. Gut, dann haben wir das mal klargestellt. Da könnte man neu anfangen zu diskutieren. Na, das wollen wir jetzt nicht unbedingt an dieser Stelle machen, aber dann haben wir das schon mal klargestellt. Ja. Nochmal aber zurück zu der Lastenverteilung. Ja? Weil es wird ja immer gesagt, diese 2%-Ziel und Militärausgaben. Aber gibt es ja innerhalb der NATO noch andere Berechnungen. Herr Clement, welche sind das? Ja, da wird eingerechnet, also zumindest von deutscher Seite aus, zum Beispiel die Tatsache, dass wir zweitstärkster Truppensteller sind, dass wir Fähigkeiten bereitstellen für die NATO, die sie abrufen kann, wenn sie will. Ein Beispiel, die deutschen Tornados sind sehr, sehr stark in der Erkennung von gegnerischer Luftabwehr, sodass sie sehr oft von der NATO angefordert werden bei irgendwelchen Luftoperationen. Sie kommen nicht immer. Das ist dann der nächste Teil. Das ist aber dann der politische Teil. Moment, aber wieso kommen Sie nicht? Aus politischen Gründen. Ich erinnere nur an die Operation gegen die Giftgasanlage in Syrien im Frühjahr diesen Jahres, wo einige NATO-Staaten gesagt haben, dagegen muss man was machen. Und die Bundeskanzlerin erklärt hat, die Idee ist hervorragend, aber wir machen nicht mit. Das sind so Dinge, wo man Fähigkeiten hat, die NATO-Staaten oder Verbündete brauchen könnten, die man dann aber im entscheidenden Moment nicht zur Verfügung hat. Die rechnet natürlich Deutschland ein. Vielleicht, wenn man mal auf die Zeit des Kalten Krieges kam, damals gab es das sogenannte 3%-Ziel. Und da hat Deutschland eingerechnet zum Beispiel... Wie, also 3% des Bruttoinlandsproduktes soll für Militär für Verteidigung insgesamt. Ja. Da hat Deutschland mit eingerechnet, die Zonenrandförderung, das, was wir für Berlin bezahlt haben. All diese Dinge, die sozusagen mit der Grenzsicherung und damit mit der Abschirmung des Warschauer Paktes in Deutschland, die damit zu tun haben und der Stabilisierung Deutschlands, wurden damals mit eingerechnet. Und so eine Idee hat man natürlich, dass man auf diese Art und Weise bei der NATO rechnet. Da machen die anderen aber zurzeit nicht richtig mit. Naja, heute wird ja gerne auch versucht, mit einzuberechnen, die Entwicklungshilfe zum Beispiel. Ja. Auch als Teil der Friedenssicherung. Ja. Ja. Was halten Sie davon? Da halte ich viel von, weil es ganz wichtig ist. Das ist der vernetzte Ansatz. Man sagt immer, Militär kann keine Konflikte lösen. Ich sage,
Nur Militär kann keine Konflikte lösen. Man braucht das Militär, aber dann braucht man andere, die kommen. Entwicklungshilfe, da braucht man Beamte, die einen Staat aufbauen, damit Richter, die einen Rechtsstaat aufbauen. Alles das braucht man auch. Das gehört alles mit dazu, um Länder zu stabilisieren, in denen es Konflikte gibt. Oder andersrum vorbeugend hinzugehen. Wir stehen, da brauchen wir uns nichts vorzumachen, am Anfang des Themas Migration. Da kommt noch sehr viel mehr auf uns zu, als das, was wir im gegenwärtigen Zeitpunkt diskutieren. Und da muss man sich heute überlegen, wie man mit Hilfen in den Ländern, wo die Leute herkommen, sie an der Migration hindert. Und das sind natürlich sicherheitspolitisch relevante Ausgaben, die über den Entwicklungsetat laufen. Vielleicht darf ich mir dazu, was Herr Clement gesagt hat, zwei Anmerkungen erlauben. Die eine Anmerkung ist die mit Blick auf die Entscheidung der Kanzlerin, in Syrien nach dem Giftgasangriff nicht mitzumachen. Das war kein NATO-Einsatz. Sondern da waren die dort beteiligten Nationen, die sich dort mit engagiert haben, vor allem die Amerikaner, aber auch die Franzosen und die Briten. Die zweite Anmerkung, die ich machen möchte, geht eigentlich darauf, dass wir immer versucht haben, auch in Deutschland, mit diesem vernetzten Ansatz, wie die NATO sagt, im Comprehensive Approach, Fortschritte zu erzielen. Aber dort steht die NATO nicht in der ersten Reihe. Moment, das müssen Sie bitte erklären. Was heißt vernetzter Ansatz? Vernetzter Ansatz ist, dass alle Ressorts aus innerer Sicht gesehen, aber auch mit Blick auf die Außenwirkung in einem Land, mit Blick auf Nation Building, dass beispielsweise Entwicklungshilfeministerien, Wirtschaftsministerien, Finanzministerien, Verkehrsinfrastrukturministerien, der Bündnispartner und die Bündnispartner selber von der militärischen Seite her sich in diesem Land, Afghanistan zum Beispiel, engagieren. Wobei dann die Zuständigkeit der Militärs, auch der NATO in diesem Falle aufgrund des Mandates, nur auf dem Bereich der militärischen Sicherheit gelegen hat. Ich war fast vier Jahre für Afghanistan als operativer Kommandeur verantwortlich. Ich habe mich in Afghanistan oft umgesehen nach internationalen Organisationen, also World Food Programm beispielsweise, oder auch nach anderen Organisationen, die sich im Infrastrukturbereich, Landwirtschaftsbereich und dergleichen betätigen. Ich habe sie leider vor Ort nicht in der Dichte gefunden, wie ich sie mir gewünscht hätte. Und wenn dann ein Militär versucht hat, diesen Comprehensive Approach zu führen, dann ging ein großes Aufjaulen vor allen Dingen durch die Vereinten Nationen, weil die das machen mussten, es aber im Prinzip nicht konnten. Moment, Sie meinen also, wenn die NATO interveniert, ja, im Ausland, dann macht das nur Sinn, wenn auch andere Ministerien und andere Bereiche mitmachen. Jawohl. Und zwar und auch internationale Organisationen, jawohl, damit das Ganze zum Erfolg führen kann. Jawohl. Denn nur die NATO und nur die Militärs können nicht zum Erfolg führen. Ich formuliere das ganz einfach. Das ist nicht der Auftrag der Soldaten. Und wenn die Mandate für den ISAF-Einsatz gesehen hat, der hat gelesen, dass mit allen möglichen militärischen Mitteln die NATO, die ISAF-Force dort drüben als für die Sicherheit sorgen sollte und dass wir eine zweite Mission gehabt haben, die nannte sich UNAMA, United Nations Assistant Mission Afghanistan, und dass diese zweite Organisation, die dort vertreten war, sich eigentlich um den zivilen Wiederaufbau kümmern sollte. Ich stelle heute aus der Perspektive, lange, viele Jahre danach, fest, dass dieser gemeinsame Ansatz in Afghanistan unter Führung der Vereinten Nationen nicht funktioniert hat. Okay, Stichwort Gemeinsamkeit. Moment, da kommen wir gleich drauf zurück. Ich möchte gerade noch wieder zurückkommen zum NATO-Gipfel. Ja. Denn es gibt ja nun einen Streit um die Militärausgaben. US-Präsident Donald Trump hat ja darauf gepocht, dass die anderen Mitgliedstaaten mehr Geld ausgeben, insbesondere Deutschland. Und er hat heute Morgen im Gespräch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auch explizit an Deutschland Kritik geübt. Also wir beschützen Deutschland, wir beschützen Frankreich, wir beschützen all diese Länder. Und die machen dann Pipeline-Deal mit Russland, mit dem sie Milliarden Dollar in die Kassen von Russland zahlen. Von uns wird erwartet, euch gegen Russland zu schützen, und ihr zahlt Milliarden Dollar an Russland. Das ist völlig unangemessen. Und ein ehemaliger Bundeskanzler Deutschlands ist der Chef des Pipeline-Unternehmens, das Erdgas liefert. Deutschland wird rund 70% des Landes unter Kontrolle Russlands haben, weil sie durch Erdgaslieferung. Ist das angemessen? Und sollten wir uns nicht darüber beschweren? Das hätte nie zugelassen werden dürfen. Deutschland wird total durch Russland kontrolliert, weil die 60-70% der Energieversorgung von Russland beziehen werden. Und ihr sagt mir, das ist angemessen? Nein, das ist es nicht. Das ist sehr schlecht für die NATO. Das hätte nie passieren dürfen. Und ich glaube, wir müssen mit Deutschland darüber reden. Darüber hinaus noch zahlt Deutschland gerade mal etwas über 1%, während die USA
4,2% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben, von einem viel größeren Bruttoinlandsprodukt. Ich glaube, auch das ist unangemessen. Wir schützen Deutschland, wir beschützen Frankreich, wir beschützen jeden und alle. Wir zahlen sehr viel Geld dafür, wir geben dafür sehr viel Geld aus. Das geht seit Jahrzehnten so. Das haben schon andere Präsidenten angesprochen, aber andere Präsidenten haben nie was dagegen unternommen. Weil sie haben es vielleicht nicht verstanden oder sie wollten sich nicht einmischen. Aber ich muss das jetzt aufs Tapet bringen, denn das ist sehr unfair gegenüber unserem Land und unseren Steuerzahlern. Und diese Länder müssen jetzt mehr bezahlen, und zwar nicht in 10 Jahren, sondern sofort. Deutschland ist ein reiches Land. Wir reden hier über eine ganz winzige Steigerung, das bis 2030. Sie können doch sofort den Verteidigungshaushalt erhöhen und kein Problem haben. Das ist nicht fair gegenüber den USA. Ihr müsst was tun, weil wir lassen das nicht mehr mit uns machen. Und das ist unangemessen. Herr Rams, Sie haben schon viele NATO-Gipfel miterlebt. Aber haben Sie das schon mal erlebt, dass vor dem Gipfel ein US-Präsident ein solches Bashing gegenüber Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat macht? Nein. Und wie kommentieren Sie das? Also ich kommentiere das überhaupt nicht. Was empfinden Sie dabei? Ich kommentiere das überhaupt nicht. Nein, sind Sie verwundert oder sagen Sie, das ist eigentlich nur ein Sturm im Wasserglas? Ich meinte ja alles gar nicht so. Oder was? Ich bin auch bei dem, was Verteidigung angeht, aber auch dem, was Trump angeht, bin ich ein Realist. Ich habe die Hoffnung gehabt, zwischen der Zeit, wo er gewählt worden ist und wo er seine Inauguration gehabt hat, dass er da von diesem sehr rauen und zum Teil auch etwas, ich sag mal, verfälschenden Ton weggehen würde und in die übliche Schiene eines amerikanischen Präsidenten mit diplomatischem Beistand und sonstigen Dingen gehen würde. Das ist, nachdem er jetzt an mehr als anderthalb Jahre im Amt ist, offensichtlich nicht der Fall. Ich sage das jetzt einfach mal so blank dahin. Von daher muss ich sagen, überrascht mich beim amerikanischen Präsidenten nichts mehr. Und mich würde auch nicht überraschen, wenn es vielleicht hinterher keine gemeinsame Gipfelerklärung von diesem Gipfel gibt, wie wir das ja beim G7-Gipfel bereits erlebt haben, wo das Kommuniqué ja fertig war. Der kanadische Premierminister, der ja übrigens bei dem Gipfel auch jetzt vertreten ist, eine falsche Äußerung gemacht hat, die ihm zu Ohren gekommen ist. Und daraufhin hat er die Unterzeichnung des Kommuniqués mehr oder weniger verboten. So, sowas kann hier bei diesem Gipfel auch passieren. Ich glaube, er hat einen Grund dafür, dass er so steil auf Deutschland zugeht. Das ist einfach die Tatsache, dass bei uns unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auf der einen Seite, unser Außenhandelsüberschuss auf der anderen Seite und dann dazu noch insgesamt unser Bruttosozialprodukt halt eben hinter den USA in der NATO das zweitgrößte ist und wir im Verhältnis dazu halt, was Verteidigungsaufwendungen angeht für unsere eigenen Streitkräfte, ich wiederhole das nochmal, eigentlich tatsächlich zu wenig zahlen. Wenn wir das nicht tun würden oder nicht getan hätten, dann wäre unsere Bundeswehr nicht in einem solchen traurigen Zustand, wie sie zurzeit ist. Ich entnehme Ihren Worten, dass Sie in der Sache Trump zustimmen, aber nicht in der Form. Also in der Form in keinem Falle. Wie das jetzt im Augenblick läuft, ich sage das mal mit meinen eigenen Worten, macht man das nicht. Das ist hochrangiges diplomatisches Parkett. Solche Gipfel sind ja vorher auf der Ebene, ich sag mal Arbeitsebene in den Ländern, Arbeitsebene in Brüssel, auf der Ebene der Verteidigungsminister, auf der Ebene der Außenminister vorbereitet worden. Dann setzt man sich zusammen und dann kann man, meine ich, im Vorfeld nicht über Twitter oder solche Aussagen wie gerade mit dem NATO-Generalsekretär, kann man nicht solche Dinge bereits im Vorfeld so raufbeschwören, dass sich möglicherweise Fortschritte dadurch nicht erzielen lassen. Und er saß ja Trump gegenüber und hat eigentlich da die ganzen 2,5 Minuten nur genickt und nichts gesagt. War wahrscheinlich auch ein bisschen. Herr Wiedemann, wer in den letzten Tagen die Presse ein bisschen verfolgt hat, der hat festgestellt oder konnte feststellen, dass Jens Stoltenberg so ein bisschen, wahrscheinlich um den Streit mit Trump, den persönlichen Streit zu vermeiden, auf den Kurs Trumps eingeschwenkt ist. Das hat er vorher schon mal anders gesagt, aber er hat sehr wohl geäußert in den letzten Tagen, dass diese Forderungen berechtigt sind. Und sie sind im Kern auch berechtigt, wenn wir einsatzbereite Streitkräfte haben wollen. Herr Stoltenberg hat aber auch heute Morgen Deutschland noch mal in Schutz genommen und andere Länder, die ja schon auch Anstrengungen unternommen hätten. Herr Clement, ist eigentlich die... Nee, bevor ich jetzt eine Frage stelle, Sie wollten was sagen dazu. Ja, man muss ja, weil Sie gerade die Gipfelerklärung angesprochen haben, es wird ja mehrere Erklärungen geben. Und alle Erklärungen, die, ich sage mal, operative Dinge betreffen. Die Gründung neuer Hauptquartiere, die Verstärkung der Truppen in Afghanistan, die Begründung einer Ausbildungsmission im Irak. Alles das wird beschlossen werden. Die Aufforderung an Mazedonien oder die Möglichkeit für Mazedonien, Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Das geht alles einstimmig durch. Und da spielen die Amerikaner mit. Die Amerikaner sind auch im Baltikum mit ihren Truppen
absolut vereinbarungstreu da. Es geht um diesen, der politische Teil. Der ist umstritten und da kann es sein, dass da unter Umständen nicht so viel zustande kommt. Also wir sehen gerade, wenn ich das gerade noch mal sagen darf, hier die Delegierten, die Regierungschefs anreisen vor dem ja jetzt auch wirklich neuen, modernen Hauptquartier in Brüssel der NATO. Jetzt sehen wir, glaube ich, auch die amerikanische Limousine und das ist die belgische. Hinten dran, oder was? Mit der belgischen Flagge, weil er in Belgien ist. Und rechts ist die amerikanische Flagge. Ja, schön. Vielen Dank dafür. So. Ist auch keine Paarung von der Weltmeisterschaft. Also wir haben ja eben diesen, ja, diese Stellungnahme von Donald Trump gesehen gegenüber Stoltenberg. Herr Clement, ist denn sowas wie die durch den amerikanischen Präsidenten möglicherweise auch die Einheit in der NATO brüchig geworden? Das ist insofern eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich sage gerade, in dem, was faktisch gemacht wird, eigentlich nicht. Aber in dem, was politisch, das Erscheinungsbild der NATO. Wie es gemacht wird. Ja, da ist schon ein Punkt da, wo man sagt, da wirkt die NATO nach außen nicht mehr so homogen. Da sind aber nicht nur die Amerikaner dran schuld. Wir müssen auch mal gucken, was die Türkei so alles treibt. Das ist auch nicht alles bündnisfreundlich, was sie macht. Was meinen Sie? Indem sie sich gerade in dem Syrien-Konflikt im Prinzip sehr weit auf Positionen einlässt, mit Russland zusammen agiert. Die Türkei überlegt, ob sie ein russisches Raketenabwehrsystem beschafft. Das wäre für die NATO, ja, ich will nicht sagen der Casus Belli, aber da würde in der NATO heftig diskutiert werden. Die Polen sind an die USA herangetreten, nicht an die NATO, und wollten eine zusätzliche Brigade für ihr Land haben. Die Amerikaner haben darauf bislang, soweit ich weiß, noch nicht reagiert. Es gibt eine ganze Reihe von zusätzlichen Punkten, wo dieses einheitliche Bild der NATO angekratzt wird. Genau, wir sehen also hier den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump mit dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Am Montag im Übrigen nach dem Gipfel wird sich ja Donald Trump mit Putin treffen. Herr Rams, wie bewerten Sie das denn? Als ein positives Signal könnte man ja auch sagen, ja klasse, da wird Diplomatie betrieben. Oder ist das dann doch so eine amerikanische Außenpolitik, die eben nicht zum Beispiel mit der NATO abgestimmt ist? Also vielleicht noch eine Anmerkung zu dem, was Herr Clement gesagt hat, dann komme ich auf diese Frage zurück. Es gibt ungeheuer viele bilaterale Aktivitäten der Amerikaner in Ost- und Südosteuropa. Also das, was er gerade von Polen angesprochen hat mit der zusätzlichen Brigade, gibt es in ähnlichen Forderungen auch von den baltischen Staaten an die Amerikaner mit zusätzlichen Kräften und dergleichen mehr. Und wir, das heißt jetzt die NATO, wissen insgesamt nicht, wie viele Aktivitäten da stattfinden. Wir können aber auch keinem Land bilaterale Beziehungen zu einem anderen Land verbieten. Das geht nicht. Na gut, das ist jetzt aber was Besonderes, wenn die USA, wenn der amerikanische Präsident kurz nach und nicht vor dem Gipfel. Darf ich noch mal einen Schritt rückwärts tun, wenn Sie mir erlauben? Ist dieses nicht ein Zeichen, wenn die Polen, die Esten, die Letten, die Litauer, die Rumänen und die Bulgaren sich eher auf unmittelbare bilaterale Absprachen mit den Amerikanern verlassen? Ist das nicht alles NATO-Mitglieder? Ist das nicht möglicherweise auch eine Misstrauenskundgebung gegenüber der NATO nach dem Motto, auf euch oder einige eurer Mitglieder können wir uns nicht mehr verlassen? Fragezeichen. Jetzt zu Putin. Also sicherlich hat dieses Treffen zwischen Donald Trump und Putin am kommenden Montag eine andere Qualität, als wenn er sich heute Nachmittag um 15.15 Uhr mit der Kanzlerin zusammensetzt. Da bestehen gar keine Zweifel. Sie wissen selber sicherlich, dass er vor der Inauguration sich zu Russland auch durchaus positiv geäußert hat. Ich glaube, dass viele seiner Mitarbeiter, allen voran der Verteidigungsminister Mattis, ihn davon überzeugt haben, dass Russland seine eigene Agenda fährt. Die fährt Putin auch weiter. Das gilt auch für Nord Stream 2. Auch da fährt Putin, wie Sie wissen, mit deutscher Unterstützung seine eigene Agenda weiter. Deutsche Unterstützung heißt aber nicht unbedingt Regierungsunterstützung. Den Hinweis erlaube ich mir auch. Und was ich am meisten sehe oder am meisten befürchte, können Sie gerne auch sagen, ist einfach die Tatsache, dass ich nicht hoffe,
dass aufgrund der Laune der Geschichte in Helsinki, großer Friedensstandort, 75 das Helsinki-Übereinkommen mit Blick auf die Entwicklung der Menschenrechte, der Militärbündnisse und dergleichen Dinge mehr. Da kann ich nur sagen, ich hoffe nicht, dass Helsinki uns im kommenden Montag eine Überraschung beschert, wo wir dann uns hinterher erstaunt die Augen reiben und sagen, hoppla, was ist denn da passiert? Wir sehen gerade Viktor Orbán, der ungarische Staatschef, der hier ankommt beim NATO-Hauptquartier zum NATO-Gipfel. Das führt mich zu der Frage, Herr Clement, ist nicht die NATO ist ja ursprünglich eine Verteidigungsgemeinschaft von bestimmten Werten gewesen, in Klammern gewesen, Fragezeichen. Das heißt, Werte wie Demokratie und Menschenrechte sollten verteidigt werden, im Gegensatz zu Sozialismus und autoritären Systemen im Osten Europas. Wenn man jetzt die Türkei nimmt, aber auch die Vorgänge in Polen, in Ungarn, dann fragt man sich manchmal, wo sind denn jetzt eigentlich die gemeinsamen Werte und was verteidigen wir eigentlich gemeinsam? Oder die Türkei haben Sie gerade angesprochen. Ist die NATO noch eine Verteidigungsgemeinschaft für gemeinsame Werte? Das ist eher eine für gemeinsame Interessen, und die man immer wieder definieren muss. Das mit den Werten, da habe ich im Moment auch meine Probleme. Und da wäre es auch mal gut, dass man da, das wäre zum Beispiel mal ein Gipfelthema, ne? Dass man über sowas mal spricht. Genauso wie über das, was wir vorhin diskutiert haben, vernetzten Ansatz. Auch darüber könnte so ein Gipfel ja mal reden, dass man da eine gemeinsame politische Initiative in die Richtung wäre. Ja, wir merken schon eine Erosion, dass einige Länder, die eigentlich sozusagen zu uns dazugehören, mit der Vorstellung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten, wie wir sie seit Jahrzehnten gewohnt sind, nicht mehr so richtig mitgehen. Dass da teilweise autokratische Systeme entstehen. Und das muss uns schon besorgen, weil als jemanden, der in einer solchen Demokratie lebt, weil das ein weltweiter Trend ist. Das ist ja nicht nur hier in Europa so, sondern das ist ja überall in der Welt so, wo Sie das feststellen. Die wirklichen Demokratien, die Werte vertreten, für die NATO gegründet ist, für die EU gegründet worden ist, die können Sie an zwei Händen abzählen. Und das wird immer problematischer. Die Durchsetzung von nationalen Interessen wird immer gewichtiger. Und wenn Sie Trump zum Beispiel genau zuhören, er wird immer wieder sagen, das kann ich meinem Wähler nicht verkaufen. Es geht ihm nicht so sehr darum, wie verteidigungsfähig ist die NATO. Ich kann meinem Wähler nicht verkaufen, dass die anderen weniger zahlen als ich. Vor einem Jahr bei dem NATO-Gipfel, als dieses Hauptquartier eingeweiht worden ist, hat er genau diesen Satz gesagt. Ich kann dem amerikanischen Steuerzahler nicht klar machen, dass wir so viel mehr bezahlen als die Europäer. Innenpolitische Stoßrichtung, das ist bei ihm immer da. Herr Ramm, sehen Sie das auch so, dass es ja so eine Art von Erosion von Wertvorstellungen innerhalb der NATO gibt, der NATO-Mitgliedsländer? Und wenn ja, macht Ihnen das Sorge? Ja, es macht mir Sorge. Und ich wäre froh gewesen, wenn Sie mir dieselbe Frage vor 10 Jahren gestellt hätten. Aber da war ich noch nicht hier. Dann hätte ich mit dem Brustton, der Überzeugung gesagt, nein, wir stehen ein für gemeinsame Werte und wir sind auch bereit, diese gemeinsamen Werte zu verteidigen. Und dann begannen bestimmte Absetzbewegungen, beispielsweise in der Türkei mit der jetzt in Kraft gesetzten Präsidialverfassung, wo ich sage, das ist nicht mehr die Kemal Atatürk'sche Verfassung, die ich aus dem Jahr 1923 kenne. Und hier hat man sich, ich sag das mal, ein Imperium aufgebaut auf dem Wege der schleichenden Verfassungsänderung. Wir haben eine ähnliche Situation in Ungarn, vielleicht nicht ganz so extrem. Wir haben zurzeit beobachten wir eine ähnliche Situation mit Blick auf Polen. Auch dort finden Dinge statt, die mit Blick auf die Grundsätze der Demokratie, festgelegt in der amerikanischen Verfassung, im deutschen Grundgesetz, in der französischen Verfassung vor mehr als 200 Jahren, mit Blick auf die Gewaltenteilung und dergleichen mehr, erodieren. Und von daher muss ich sagen, wir haben eine Situation, wo ich Herrn Clement voll beipflichte, das wäre mal ein Gipfelthema, sowohl eines Gipfels der Europäischen Union als auch eines Gipfels der NATO. Ja, und die Gipfel selber sind aber doch eher dann so, haben eher so, wie soll ich das sagen, so eine materielle Ausrichtung, nicht? Auf Ausrüstung und Strategie und so weiter. Während Sie ja auch sagen, nee, es müsste eigentlich da jetzt auch einfach über die gemeinsamen Ziele nochmal geredet werden. Herr Clement hat vorhin unterschieden zwischen dem politischen Überbau,
der sich beispielsweise bei dem Thema Verteidigungsausgaben auffällt. Und er hat angesprochen, genauso wie Ihr Kollege vorhin, dass wir halt eben noch viele andere Themen haben mit Blick auf die Verteidigungsfähigkeit, die Abschreckung, Irak, Afghanistan, Antiterror und dergleichen Dinge mehr. Das sind substanzielle Themen. Und das andere wäre der Überbau, der gehalten werden muss, der mal existiert hat und wiederhergestellt werden muss. Wir sehen übrigens gerade den griechischen Staatschef Tsipras. Die Griechen sind ja diejenigen, glaube ich, die noch mit am meisten, zumindest proportional zum Bruttoinlandsprodukt, am meisten für das Militär ausgeben. Ich glaube, sogar nach den USA. Warum ist das eigentlich so? Die geben viel für Verteidigung aus und haben eine schwache Wirtschaft. Das Bruttosozialprodukt der Griechen ist in den letzten Jahren aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise gefallen. Und da die Verteidigungsausgaben einigermaßen konstant geblieben sind, ist das der Anteil am Bruttosozialprodukt gestiegen. Das heißt, aber die Griechen haben immer viel Geld ausgegeben für die Rüstung und zwar auch. Ich bin völlig bei Ihnen, ich widerspreche da nicht. Die Griechen haben immer viel ausgegeben für Rüstung, weil sie zwar beide im Bündnis sind, nämlich die Türkei und Griechenland, aber den Konflikt in der Ägäis, sei es auf Inseln oder sei es auch im unmittelbaren Grenzbereich am Südostzipfel Europas, immer für eine Möglichkeit gehalten haben. Und wenn die Türken früher 500 Kampfpanzer dazu gekauft haben, haben die Griechen anschließend auch 500 Kampfpanzer dazu gekauft. Gebrauchte Leopard 2, die wir in Deutschland heute gut gebrauchen könnten. Aber das ist ein anderes Thema. Also insofern ist doch da, an der Stelle hat doch die NATO sicherlich auch etwas Gutes, weil diese beiden eigentlich Urfeinde schon fast, Griechenland und die Türkei, in der NATO zusammengehalten werden und entsprechend dann deeskaliert werden. Sie haben auch die Situation, dass unter der Führung zeitweilig eines deutschen Flottillenadmirals diese Taskforce Ägäis gearbeitet hat in der Ägäis, wo Griechen und Türken gleichermaßen drin waren. Das heißt, auch da klappt dann die militärische Zusammenarbeit unter einem Dach. Oder wir haben Griechen und Türken in anderen, auf anderen Schauplätzen gemeinsam eingesetzt gehabt und das hat funktioniert. Herr Klemm. Sie haben gerade angesprochen, die Frage, kann so ein Gipfel nicht sowas mal diskutieren? Ja. Gucken Sie mal an, wie die Gipfel ablaufen. Wir haben der geht frühestens los, 14 Uhr, dann haben wir gerade gehört, Merkel dran machen um 15 Uhr während der Beratung mal eben kurz ein bilaterales Gespräch. Die Papiere, die da verabschiedet werden, sind über Wochen vorbereitet längst worden. Längst ausgehandelt. Bei der politischen Erklärung ist auch die Frage nur, macht man es oder macht man es nicht. Die ist auch bis zu Ende ausverhandelt. Dann haben die ein paar Themen. Erst eine allgemeine Aussprache. Dann geht es heute Abend beim Abendessen zum Beispiel, das ist festgelegt, geht es um Russland. So, und morgen Vormittag, da geht der Gipfel ja auch noch bis Mittag, morgen Vormittag tagt dann die NATO mit der Ukraine zusammen, die NATO mit Georgien zusammen. Dann kommen all die Staaten, die in Afghanistan beteiligt sind. Wann haben diese Staats- und Regierungschefs denn mal Zeit, ihre Sprechzettel zur Seite zu legen und genau diese Fragen zu diskutieren, die wir vorhin andiskutiert haben? Dafür gibt es in den Gipfelkonferenzen keine Zeit. Und ich finde es schade, dass sie sich die Zeit nicht dafür mal nehmen. Denn das wäre ja eigentlich die politische Führung, nicht das Abhaken von Papier. Ja, ich würde sogar vielleicht noch weitergehen. Die NATO ist das größte Militärbündnis der Welt. Aber auch jedes noch so große Militärbündnis oder allgemein auch ziviles Bündnis kann nicht ohne gemeinsame Werte leben. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Denn wenn es das tut, wird es über kurz oder lang sich zerstreiten und überflüssig werden. Sehen Sie das auch so? Die Gefahr. Ich hätte ja vorhin gesagt, ich wäre froh gewesen, wenn Sie mir die Frage vor 10 Jahren gestellt hätten, weil das dann die Antwort wesentlich einfacher gewesen wäre. Ja, ich gebe Ihnen recht. Die Gefahr, dass ein solches Bündnis, das größte und auch das erfolgreichste, kann man ja nicht anders sagen, seit 1949, sich eigentlich sehr bewährt hat und dass es wirklich sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig und sehr schädlich wäre, wenn sich ein solches Bündnis aufgrund jetzt auseinanderdriftender, und jetzt kommt der Satz von Herrn Clement von vorhin, Interessen, auseinanderbewegt. Denn wir reden heute sehr stark über die Interessen der einzelnen Länder, die ihre Positionen haben wollen, die aufgrund ihrer Positionen dann halt eben auch ihre Vorteile erringen wollen. Das ist das Problem. Und das gilt für Trump wie für Orban. Und Erdogan. Das sind ja nicht nur wirtschaftliche Interessen, das sind auch geostrategische Interessen. Wenn man jetzt die Türkei nimmt unter Erdogan, der hat ja auch bestimmte Vorstellungen davon, wie die Türkei in Zukunft gestaltet werden soll. Da kommt er im Übrigen ja auch, sag ich mal, schielt er auf Territorien, die im NATO-Gebiet liegen.
wenn er das alte Osmanische Reich teilweise wiederherstellen will. Solche Äußerungen gibt es. Aber nochmal zurück zur Demokratie, Menschenrechte, Werte. Wo gibt es denn den Unterschied noch zwischen den demokratischen Werten in der Türkei und in Russland? Gute Frage. Ja, aber wir rüsten sozusagen, wir rüsten ja uns für einen möglichen Verteidigungsfall gegen Russland. Ja. Aber wir haben ein ähnliches autoritäres System in der NATO. Naja, wir haben die Türkei sogar in der NATO behalten, als es dort mal eine Militärdiktatur gab. Also jedenfalls zeitweise. Das, also insofern gibt es den einen oder anderen Sündenfall auch schon vorher. Aber was mich zum Beispiel in dem Sinne besorgt, es gab die Idee, nächstes Jahr, wenn die NATO 70 Jahre alt wird, mit einem neuen Grundlagenpapier, mit einem neuen strategischen Konzept zu kommen, wo eben das, was wir jetzt hier diskutieren, auch aufgefangen werden soll. Von dem Plan habe ich bei meinen Recherchen vor diesem NATO-Gipfel nichts mehr gehört. Sondern haben sie gesagt, ob wir da dran wollen. Es kann nämlich sein, dass wenn man diese Diskussion anfängt, dass dann die NATO noch weiter auseinanderdriftet. Deswegen geht man sozusagen dieses Thema gar nicht erst an, sondern sagt, okay, solange wir gemeinsame Interessen haben, funktioniert das alles. Es ist ja so, dass die NATO eigentlich militärisch die NATO-Staaten noch nie angegriffen worden sind. Es ist schon eine Area auf der Sicherheit, die da entstanden ist. Und auch das ist ja ein Wert an sich. Von der übrigens Deutschland am meisten, bitte? Von der übrigens Deutschland am meisten zwischen 1949 und 1990 profitiert hat. Von dieser Tatsache, dass die NATO nie angegriffen worden ist, also eine glaubwürdige Abschreckung dargestellt hat, waren wir der Staat und das Land, welches davon den meisten Nutzen gezogen hat, bis zur Wiedervereinigung. Wir wären sozusagen der Schlachtfeld gewesen. Das wird oft vergessen. Gut, erstmal, also Sie haben dieses ganz deutliche Plädoyer beide hier vorgetragen, dass sich die NATO auch über ihre eigenen Werte bewusst sein sollte und der 70. Geburtstag sozusagen wäre dazu ein guter Anlass. Ein hervorragender Anlass. Und ich hoffe, dass das, was Herr Clement gerade gesagt hat, dass er bei seinen Recherchen in der Richtung nichts mehr entdeckt hat, möglicherweise aufgrund der aktuellen Situation im Augenblick ein bisschen nach hinten getreten ist. Und dass der ein oder andere clevere NATO-Diplomat das Thema noch mal wieder aus der Tasche zieht und vielleicht ein Jahr lang daran arbeitet, um das zum Erfolg zu bringen.